Ich denke, kein Mensch da draußen hat etwas dagegen, wenn das Obst und Gemüse und auch die Tiere naturnah gehalten werden, ohne irgendwie Chemie einzusetzen, ohne die Natur auszubeuten, sondern dass man hier einfach gesundes und qualitativ hohe Nahrungsmittel herstellt. Also kurz, der Anbau mit Permakulturprinzipien. Besonders für Menschen wie mich, vegane Rohköstler, legen sehr großen Wert darauf, dass man halt gesundes Obst und Gemüse anbaut. Und kürzlich habe ich in der Rohkostgruppe eine Aussage gelesen, dass doch die Landwirtschaft sich viel mehr an die veganen Rohköstler denn anpassen solle. Spontan fragte ich mich, warum ist denn das nicht so? Weil die da oben uns krank machen wollen. Okay, gehen wir erstmal einen Schritt zurück und schieben den Gedanken erstmal zur Seite und betrachten uns erstmal das Ganze auf wirtschaftlicher und kapitalistischer Sicht, ich böser Strolch. Also die Forderung ist eine Landwirtschaft, die sich an Rohveganer orientiert. Und da ist eigentlich die höchste Anbaumethode die Frage, nämlich nach Permakultur. Und wenn wir uns das erstmal statistisch anschauen, es gibt so gut 1,5 Millionen Veganer, wenn nicht sogar ein bisschen mehr in Deutschland. Und ich würde mal davon ausgehen, dass gut 1% davon rohvegan unterwegs sind, also sagen wir mal ungefähr 15.000 Leute, und darauf soll sich dann von dieser kleinen Minderheit die große Mehrheit diktieren lassen, wie man anzubauen hat. Also klammern wir mal erstmal diesen Punkt raus, dass sich die Landwirtschaft jetzt nur an Rohveganer orientieren soll, sondern dass die Landwirtschaft jetzt einfach mal auf Permakultur umsteigt. Also das heißt, den Boden wieder fruchtbar bekommen, und demzufolge sollten da auch so wenig große und schwere Maschinen wie möglich auf den Äckern drauf fahren, dann natürlich der Verzicht auf Chemie oder sonstigen chemischen Dünger, Artenvielfalt erhöhen, Bäume pflanzen, Mulchmaterial organisieren. Also das, was ich hier zum Beispiel in meinen Videos und auf meinem Kanal immer euch präsentiere, die Gartentipps, die ich euch gebe, dass man die halt in einem großen Maße umsetzt. Problem ist halt, das ist eine sehr aufwendige Aufbaumethode, und jeder, der schon mal 1000, 2000 Quadratmeter als Permakulturgarten angelegt hat, weiß, wie groß die Arbeit am Anfang auch sein kann. Und vor allem bei der konventionellen Landwirtschaft sind die Böden ja ausgelaugt. Man muss da sehr viel machen. Da werden auch sehr viele Ernteverluste kommen, wenn man jetzt da keine chemischen Dünger und alles Mögliche damit reinwirft, weil halt der Boden keine Energie und keine Power hat. Da braucht man einfach das ganze organische Material. Wenn man auf die großen Maschinen noch verzichten möchte, muss man irgendwie herschauen, wo man die ganzen Leute herbekommt, die natürlich auch Lust haben, auf dem Feld zu arbeiten. In den Anfängen musst du ja erstmal sehr viel rein investieren, Nützlinge ansiedeln, Boden fruchtbar bekommen, die Bäume pflanzen, und da wirst du halt am Anfang nicht so hohe Erträge bekommen. Und hier ist einfach der ganze Punkt dann auch wichtig zu erkennen, wer finanziert denn das auch Ganze? Wer bezahlt die Leute, die man zusätzlich einstellen muss? Wer bezahlt die ganzen Ernteausfälle, dass der Landwirt oder auch die Betriebe trotzdem weiterhin produzieren können, auch wenn sie nicht so viel am Anfang produzieren? Da werden einfach die Preise um einiges steigern, weil da der ganze Arbeitsaufwand viel mehr ist. Aber das möchten ja die Leute unbedingt haben. Die Leute wollen naturnahen Anbau haben nach Permakulturprinzipien. Aber paradoxerweise, was ich auch in der Gruppe dann auch gelesen habe, ist, dass man es so günstig wie möglich haben möchte. Am besten höchstens zum Preis von einem Bioladen, wenn nicht sogar noch günstiger, dann irgendwie zu einem Discounterpreis. Und genau das ist nämlich das Problem. Wir haben eine viel zu geringe Wertschätzung in der Gesellschaft, was es heißt, mal qualitativ hochwertiges Essen zu haben und auch mal richtig was hinzulegen, damit ja auch der Landwirt da auch mal ohne Subvention oder vom Staat da überleben könnte. Die Subventionen sorgen ja auch dafür, dass solche Sachen wie die Massentierhaltung ja erst finanziert werden können, solche unrentablen Praktiken, die noch die Natur noch zusätzlich zerstören. Und ich sehe es ja auch sehr viel in Social Media Bereichen oder wenn ich mit den Leuten rede, es wird halt sehr viel gefordert, aber wenn es halt dann darum geht, es umzusetzen, dann sind dann die Leute nicht bereit, die entsprechenden Ressourcen und auch Investitionen zu tätigen, dass man das überhaupt umsetzen kann. Ich sehe ja diese Einstellung der Menschen bei anderen Vereinen oder auch solidarischen Landwirtschaften, wenn ich halt mit den Gründern und auch mit den Leitern spreche, dass sie halt dann auch sagen, dass halt die Leute einerseits sehr viel fordern, sie wollen halt für ihr Geld gutes Obst und Gemüse haben, andererseits halt dann wenig bereit sind mitzuarbeiten, Hauptsache so mit der Einstellung, hier, ich bezahle ja monatlich meinen Beitrag, ich hätte gern das und das und das, aber
du dann die ganze Arbeit trotzdem machen musst. Also du musst dann früh aufstehen, musst dann die Pflanzen gießen, auch in den Dürren, musst dann ernten, musst alles vorbereiten, musst auf die Wünsche mit eingehen, ackerst den ganzen Tag, selbst an Sonn- und Feiertagen ackerst du, hast eventuell noch keinen Urlaub und bist die ganze Zeit auf Trab, um mal die Wünsche der anderen Leute zu erfüllen. Also aus meinen Erfahrungen kann ich nur persönlich sagen, es wird im großen Maße nicht funktionieren, sofern die Leute eine andere Lebenseinstellung haben, beziehungsweise auch einen anderen Bezug zum Essen haben und auch dementsprechend auch investieren möchten. Also das heißt, mehr Geld auch fürs Essen mit ausgeben. Sonst kann ich nur den Leuten sagen, die halt sowas fordern, dass man halt eine roh vegane Landwirtschaft hat oder dass man halt die Landwirtschaft allgemein mehr naturnah oder Richtung Permakultur aufbauen möchte. Sucht euch irgendwie einen Schrebergarten, sucht euch einen Acker, kauft euch irgendwie einen Garten oder sowas und baut euer eigenes Obst und Gemüse an, damit ihr auch mal die Erfahrung habt, was es denn eigentlich bedeutet, vielleicht mal eine größere Fläche von Obst und Gemüse selbst anzubauen, um einfach mal zu wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt.